Und heute hat man auch, also hier scheinen sehr viel emanzipierte Männer zu sein, heute hat man auch so richtig Männer singen gehört, gell? Ja. Sonst hört man nur Frauen eigentlich. Ja, toll, großartig. Die Gedanken sind frei, so heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei. Wir waren nicht bange und konnten im Herzen stets lachen und scherzen und dachten dabei, die Gedanken sind frei und die Gedanken sind frei, doch jetzt habe ich Bedenken. Es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt da so Maschen, da kann man sie waschen. Und schon 1, 2, 3 sind sie nicht mehr ganz so frei. Und schon 1, 2, 3. Du, Jens. Kannst du uns das Ganze erinnern, ein bisschen an Straßenmusik, was wir da machen, gell, von Arant Schmaier, ich finde das schön, ein bisschen hippie-mäßig ist das. Kannst du uns schon ein schönes Hippie-Solo aus Ende der 70er Jahre, so wie früher halt so, ja, kannst du uns... Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibt's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Und vielleicht schon im nächsten Mai. Kommt die Gedankenpolizei. Denn ob CIA oder NSA, sie liegen auf der Lauer. If you don't go the right way, da werden die sauer. Sie bringen sie zum Schwanken, deine eigenen Gedanken. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Und du glaubst so nebenbei. Die Gedanken sind frei, solange sie nicht stören. Doch auf Verderb und Gedeih, weißt du, wem sie gehören? Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google. Besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei.